Bei der 12. Auflage der Drachenbootregatta des Kanuclubs Friedrichsfeld meinte es der Wettergott zwar nicht ganz so gut wie im Vorjahr, trotzdem war die Veranstaltung nach einhelliger Meinung der zahlreichen Aktiven und Zuschauer wiederum ein großer Erfolg. Wie bereits in den Vorjahren war die Regatta ein riesiges Familienfest. Bei 34 Booten und rund 700 Aktiven hatten die Organisatoren des KC Friedrichsfeld alle Hände voll zu tun, aber alles klappte hervorragend. Zahlreiche Helfer trugen das ihre dazu bei, damit alles perfekt funktionierte. Ja, wir sind heute hier bei der 12. Drachenbootregatta des Kanuclub Friedrichsfeld. Wie immer ein Highlight, ein sportliches Highlight des Jahres hier im Fördersportbereich. Sehr viele Zuschauer. Im letzten Jahr hatten wir fast 6.000 bis 8.000 Zuschauer im Laufe des Tages hier. Also man sieht schon, die Resonanz ist wahnsinnig toll. Dieses Jahr haben wir 34 Teams hier, etwa 700 Sportlerinnen und Sportler, die hier an dieser Regatta teilnehmen. Schirmherr ist wie immer der Bürgermeister Leonhard Spitzer, der heute Morgen schon die Mannschaften begrüßt hat und nachher zur Siegerehrung auch wieder hier sein wird. Die Rennstrecke beträgt 250 Meter und in erster Linie ist hier Fun-Sport angesagt. Die Mannschaften treffen sich mindestens einmal, oft mehrmals, auch zur Vorbereitung auf diese Regatta und erleben diesen Teamgeist, der jedes Jahr wieder durchaus sehr, sehr viel Spaß bereitet. Unterschiedliche Kategorien werden hier gestartet, in diesem Falle altersbedingt und zum Teil auch leistungsbedingt. Und es geht um einige Preise, Pokale, die von Sponsoren gestiftet werden, sehr vielseitige oder vielfältige Sponsoren, die hier stehen. Die vielen Helfer des Kanuclubs sorgen für kulinarische Köstlichkeiten, nämlich auch das gehört mit dazu. Der Verein muss ja auch will ein bisschen davon profitieren. Die finanziellen Möglichkeiten eines Vereins sind heute sehr eingeschränkt und über diese Drachenbootregatta hat er auch neben dem Spaßfaktor, den er hier vermittelt, durchaus eben viele Möglichkeiten, also auch hier was anzubieten, was also entsprechend die Finanzmittel des Vereins etwas verbessert. Zahlreiche Helfer, nur die sind wichtig, nur so kann also eine große Regatta hier organisiert werden, nicht nur vom Kanuclub und von Freundeskreisen, sondern auch vom Roten Kreuz, von der DLRG, von der Feuerwehr sind viele Helfer dabei, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen.